Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu The Division 2. Wir spielen Broken Wings und sind auf dem Weg, John Jesse zu retten. Bis jetzt hatten wir ja ein paar Mal den Eindruck, dass wir es eigentlich schon geschafft hätten oder dass wir am Ziel angekommen sind. Aber dem war nicht so. Okay, aber jetzt bin ich mir relativ sicher, denn Space Administration Headquarter, hier sollen wir ihn, denke ich, jetzt rausholen. Natürlich müssen wir dazu wieder einen Kollegen ja aus dem Spiel nehmen, der wohl uns nicht freundlich gesonnen ist. Okay, wir hatten hier ein bisschen Unterstützung von unserer Patrouille, als wir uns hier den Weg freigekämpft haben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Space Administration ist immer auch so eine interessante Geschichte. Jo, ob wir hier auch wie im normalen Spiel praktisch bis ganz runter müssen oder ob es dann irgendwo zwischendurch wieder zum Endkampf kommt. Okay. Wir packen unser Zeug zusammen und rein geht's in den nächsten Kampf. So, wo springen die Jungs rum? Ah, da hinten ist einer. Gut, dann heißt es immer als erstes zu überlegen, wo packen wir unser Geschütz hin? Wo ist unser Geschütz gut aufgehoben? Wir können natürlich wieder hier eine erhöhte Position einnehmen und ich glaube, wenn wir hier das Geschütz draufkriegen... Sehr schön, das passt. Dann sind wir eigentlich im Spiel. Ja, dann fangen wir mal an. Und wecken die Kollegen hier auf. So, da haben wir einen Granatwerfer. Aber den bitte zügig hier rausnehmen. Oh, da kommt auch wieder einer. Ja, der nimmt ordentlich Schaden. So soll das sein. Da oben kommt die Verstärkung. So, ist eigentlich unsere Drohne noch im Spiel? Oder hat sie schon... ich glaube, wir brauchen eine andere Position. Damit wir hier besser sehen, was Sache ist. Oh ja, hier gehen wir hoch. Ach, da oben ist einer. Okay. Okay, links. Na, links ist nichts. Sollen wir auf die roten Knubbel hier? Da oben öffnet sich eine Türe, ich vermute mal. Nein, da kommen keine Gegner, sondern da geht's wohl weiter. So, ich muss gerade mal schauen. Okay, zwei Raketen haben wir wieder. Material mitnehmen. Ich wollte eigentlich hier ein bisschen aufräumen. Okay, wir haben noch ein bisschen Platz. Okay, da ist auch noch was. Ja, dann gehen wir mal hoch. Hier. Und zwar sollen wir dort drüber, so wie es aussieht. Okay, okay, okay. Wo geht's hoch? Wo geht's hoch? Ich höre doch da oben schon wieder irgendjemanden trapsen. Ha! Achso, nee, das ist eine Pflanze. Da gibt's ein bisschen Spezialmunition. Die gute Brand. Aber da geht's nicht lang. Ah, da unten ist auch Munition, Spezialmunition. So, ich denke, hier kommen wir jetzt hoch in den nächsten Stock. Ja klar, das war's. So, ah, da hinten lungern sie doch rum. Da hinten lungern sie doch rum. Oh, da will einer wieder seine Drohnen loswerden. Aus dem Sommerschlussverkauf.
Agent braucht Verstärkung. Nee, mein Freund. Der hier braucht Verstärkung. Der Agent, der hier ist. Ich meine, noch kriegen wir es ja gewuppt. So, wo lungern sie rum? Wo treiben sich die Buben rum? Er ist tot. Eine wichtige Erkenntnis für dieses Spiel. Ja, und dann gehen wir mal hier rechts. Oh, hat sich doch da einer versteckt in der hohen Gasse. Ach du Schande, was passiert hier? Und in Deckung. Ach du Schande, von da. Wo, hinter mir. Oh, und das ist... Danke. Oh, nee. Da habe ich mich dann doch ein bisschen zu schnell herausgewagt. Von da hinten schießt einer. Ja, da kommt auch noch einer angelatscht. Ja, dann bringen wir erstmal wieder in die Richtung. Dann versuchen wir es über die linke Flanke sozusagen. So, wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr? Oh ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, denn wir haben keine Feuerunterstützung. So, wo willst du dich herumtreiben? Ach du Schande, da kommt jetzt hinter mir was. Ach du Schande, da kommt von da was. Ach, aber die sind, glaube ich, oben. Ein Stock höher, oder? Als hätte ich es nicht geahnt. Naja, da müssen wir hoch. Mann. Touchscreen benutzen. Das kann ich leider nicht tun. Aha. Ständig dieses Getrampel hier um einen herum. Besorgniserregend. Ach, da rennt einer. Ah, jetzt kommt er. Jetzt kommen sie runter. Also gut, dann bringen wir uns mal hier wieder in Stellung. Damit wir ein bisschen den Überblick haben. Oh, und da ist einer runtergesprungen. Oder? Ja, da oben, da oben. Da oben ist auch einer. Dann werfen wir mal, wenn es reicht. Nein, es reicht natürlich nicht. Okay. Oh, da oben. Eieieiei. Ja, die Kollegen sind runtergekommen. Der kommt über die Flanke. So war es aber auch. So, dann packen wir das Teil hier hin. Ah, ein bisschen zu spät. Noch einer. Oh ja, oh ja. Hinter mir ist zum Glück niemand. Da sind jetzt zwei so Teile, ne?
Können wir was mit dem Raketenwerfer anfangen? Ah, nee. Will mich nicht wieder selber in die Luft jagen. Wir haben da so ein bisschen schlechte Erfahrung gemacht. Ja, ich glaube, das hat nichts gebracht. Das hat nichts gebracht. Die Drohne brauchen wir. Wir brauchen die Drohne. Ach, da hinten kommt wieder einer. So, der ist down. Gut. Der ist down. So, also da kommen wir hin. Da kommen wir hin. Ja, die sind nicht zu killen. Das ist das Problem. Ja, ja, die sind... Oh, ja. Oh. Dann wollen wir mal hier versuchen, über rechts an die Buben heranzukommen. Ich glaube, da geht es irgendwo hoch. Oh ja. Oh ja. Ach, da oben ist auch einer. Aber den können wir killen. Das war vielleicht keine so gute Idee. So, wo treibt er sich jetzt rum? Oh ja, jetzt schießen die von dort. Ach du Schande. Okay, den hätten wir jetzt zumindest mal erledigt. Gut, können wir sie aus dem Spiel nehmen. Jetzt haben wir sie aus dem Spiel genommen. Bingo, bingo, bingo. Dann können wir hier mal ein bisschen Material einsammeln. Ach, ich höre doch schon wieder was. Ich höre doch schon wieder was. Ist das über uns? Nee, das ist da hinten irgendwo. Okay, da müssen wir auf jeden Fall auch wieder nach oben. Aber zuvor möchten wir erstmal Material einsammeln, das hier noch überall rumliegt. So, okay. Nee, stopp, stopp. Dich nehmen wir mit.
Dich nehmen wir mit. Munition kann auch nie schaden. Ach, wir sind voll. Okay. Gut. Dann wollen wir mal hier... Ah, da können wir noch was mitnehmen. Dann wollen wir hier mal langsam nach oben gehen und uns hoffentlich den Gefahren, die sich uns stellen, mal... Ah, das hätten wir eigentlich nicht gebraucht. Stellen. Ich glaube, jetzt müssen wir zu den... Kann das sein? Zu diesen Radaranlagen? Zu den Radarschüsseln? Mupfeln? So, hier wird es auch noch ein bisschen was geben. Dumm-di-dumm-di-dumm. So, hier ist voll. Hier geht's raus. Und hier sind ein paar Kollegen unterwegs. Wie es zu erwarten war. So, die kommen jetzt wieder aus allen Ecken hier. Warum treffe ich denn den hier nicht? So, muss ich irgendwas machen hier oder nur die Kollegen? Zielneutralisieren. Ja, okay. Also einfach erstmal überleben. Und hoffen, dass einem hier die Kollegen nicht zu sehr auf die Pelle rücken. Da drüben lungert schon wieder einer rum. Oh, da kommt was. Okay, gehen wir auf die Seite. Irgendwas schießt hier. Irgendwas schießt hier, was mich aber eigentlich auch nicht überraschen sollte. Ach du Schande, da wieder einer. So, dann gehen wir mal hier in Deckung. Wir konzentrieren uns mal auf das Ding da hinten. Und kommt, mach den Kopf hoch. So, es lichtet sich. Es lichtet sich, hoffe ich. Ja, aber sind noch nicht alle durch. Da haben wir noch irgendwie was Böses. Oh, Scharfschütze. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Ich bin hier weg. Wir wissen im Anmarsch. Okay, wir kümmern uns um den Feind. Das hört sich doch irgendwie nach einer arbeitsteiligen Aufgabe an. Oh ja, Leute. Jetzt aber hier mal ein bisschen... Ach was, wer braucht das nicht? Okay. Ach du Scheiße, der kommt hier rein, der kommt hier rein. Dann nehmen wir die große Wumme. Ups. Das ist kein Freund. Das ist kein Freund. So, komm, weg. Okay. Ein bisschen aufmunitionieren. Medipacks könnten wir auch gebrauchen. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal hier wieder ein Geschütz. Ach, da ist er, der Dynamite. Da ist er. Den brauchen wir, den Buben. Ja, decken wir ihn mal ein mit Blei.
Also diesen Teil hätten wir schon mal erfüllt. Der andere schießt schon wieder hier mit Granaten. Ah ja, das ist er hier. Agent, wir haben John. Danke, Wally. Agent, wir treffen uns beim Schloss. Okay. Sehr schön. John haben wir wieder, aber... Ja, wir treffen uns mal beim Schloss. Mal schauen, vielleicht gibt es dann da noch eine schöne kleine Abschlussanimation hier für diese Mission. Okay. Zieldaten anzeigen. Alles klar. Wir gehen. Wir treffen uns beim Schloss. Aber nee. Stopp. Jetzt hätte ich ja beinahe hier die Loot vergessen. Natürlich erstmal hier das Material noch einsammeln. So, was hat uns denn der Kollege hier Schönes hinterlassen? Okay, da stand irgendwas zum Schluss. Da wird jetzt irgendwas verbessert. Zielgerichtet, okay, Burnout, alles klar. So, ein paar Raketen. Ist da hinten noch irgendwas? Da unten ist noch was. Und dann geht's gleich zum Schluss. Ja, ein paar Medipacks können wir gebrauchen. Die haben wir jetzt doch in dieser Mission aufgebraucht. Sodele, einmal hier rum. Also wir sind, wie gesagt, auch hier nicht bis zur letzten Sequenz dieser Space Administration gekommen, sondern der Endkampf war jetzt dann auch hier zwischendrin. Das ist gut. Das nehmen wir noch mit. So, das sollte jetzt passen. Ich denke, wir haben hier alles aufgeräumt. Dann lasst uns jetzt mal fliegen. Agent fordert Verstärkung an. Und es gibt hier einen Nebeneinsatz oder etwas Ähnliches. Verbündeter Kontrollpunkt entdeckt. So. Oh, hier ist aber ganz schön schlechtes Wetter, ne? Da möchte man ja keinen Agent vor die Tür schicken. So, da müssen wir, glaube ich, hin. Naja. Ah, das ist der Kollege, den wir hier befreit haben, der John. Okay. Danke für die Rettung, Agent. Ich bin noch nicht bereit, wieder aufzusteigen. Aber wenn Sie ein Taxi brauchen, kann ich Sie von Bell und Torres überall hinbringen lassen. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zu arbeiten, Agent. So, Pilot und ein Menü. Pilot. Countdown, okay. Ah ja, okay, sehr schön. Also, da gibt es also eine interessante Geschichte, die wir auch machen können. Countdown, und da können wir dann hinfliegen. Alles klar, das Ganze werden wir uns ansehen. Mal bei Gelegenheit. Yo! Also, wir schauen nochmal ganz kurz rein hier. In die Fahndung. Wir haben also den ersten Teil gerettet. Ich denke, als nächstes gehen wir zu Eva. Eva ist in Federal Triangle. Okay. Und ich vermute, auch dort müssen wir erstmal wieder irgendwelche Kontrollpunkte einnehmen und Kopfgeldeinsätze machen. Das werden wir aber nicht mehr in dieser Folge zu sehen bekommen. So, lasst mich mal ganz kurz umdrehen, damit wir den Kollegen auch hier haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall hier bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Das war The Division Broken Wings. Wir haben den ersten Kollegen befreit. So, da steht er, ein bisschen ins rechte Licht rücken. Ja, es regnet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, für die Zeit, und würde mich freuen, wenn ihr auch wieder bei einer der nächsten Folgen mit dabei seid, wenn wir hier The Division zocken. Ich sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.